Vom Meerschöpfwerk bis zur Fährstelle Brobergen ist es nicht weit. An der Brobergener Seite verkündet seit 2007 der hölzerne Roland von der Gerichtsbarkeit Brobergens. Eine Fährstelle und ein Wirtshaus, irgendwo im Nirgendwo. Hier wohnte einst das Adelsgeschlecht derer von Brobergen. Die hier errichtete Burg wurde erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt. Um 1600 verband an dieser Stelle eine Zugbrücke die beiden Ufer der Oste. Noch bis in das vorige Jahrhundert hinein waren die eichenen Pfeiler dieser Brücke bei niedrigem Wasserstand in der Oste zu sehen. Es war keine gute Idee, hier für den Deichbau alles unter Wasser zu setzen. Eine Pütte sollte hier entstehen. Engagierte Bürger, allen voran Helmut Hudaff, konnten dies verhindern und geschichtsträchtigen Boden sowie die historische Flussquerung erhalten. Heute ist die Fährstelle eine Touristenattraktion und Zwischenziel für ausgedehnte Radtouren im Ostenland. Nicht zuletzt wegen der Schlicktorte. Als Heiho am Anleger Brobergen festmacht, da war es gerade soweit. Der 100. Geburtstag des Fährprahms wurde gefeiert. Es ist der gleiche Prahm, der einst in Giversdorf, Kleinwörden und Hechthausen bereits die Oste quert. Vor 100 Jahren an der Werft in Wind wurde aus Eisen ein Prahm geschmiedet, geschwind, genietet, geschweißt mit starker Hand. Er verbindet die Ufer, hält fest das Band. 100 Jahre auf der Oste treu und klar fährt die Fähre Jahr um Jahr. Dank Helmut Hudaff, mutig und weise, trägt sie heute seinen Namen auf ewiger Reise. Bei der Jubiläumsfeier spendierte der Himmel noch einen großartigen Sonnenuntergang, bevor die Fährstelle durch ein spektakuläres Feuerwerk beleuchtet wurde. Das kleine blaue Boot macht sich frühmorgens wieder auf den Weg in Richtung Bremervörde. Schon nach wenigen Biegungen der Oste wird die private Fährstelle bei Schönau passiert. Der private Prahm bei Flusskilometer 22,4 verkehrte einst in Hechthausen. Heute gehört er zu dem am Geestrand liegenden Hof Schönau. Wiesen auf der anderen Osteseite erfordern die eigene Fähre. Die andere Osteseite, das ist das Ostenmoor. Die Urbarmachung dieses Moores begann Ende des 18. Jahrhunderts. Der königliche Moorkommissar Jürgen Christian Findorf ließ Hauptentwässerungsgräben und gerade Dämme anlegen. Rechtwinklig zur Durchfahrtsstraße angelegte Hofstellen, die Hufen, sind Kennzeichen der Findorf-Siedlungen. Auf der Landkarte und aus der Luft
sind die Dörfer leicht an ihrer schnurgeraden Form zu erkennen. Es gibt Hofstellen, die sich seit Anbeginn an in der Hand einer Familie befinden. Nachzulesen in dem Familienbuch Die Mursiedler, erhältlich im Fährkrug an der Brobergener Fährstelle. Iselersheim, die letzte Ruhestätte des Ruhrkommissars. Wer sich für die Geschichte Findorfs interessiert, wird im Findorfhaus von Iselersheim fündig. Der Heimatverein Iselersheim errichtete neben Findorfs Grabstätte das zuvor in Ostendorf abgetragene Fachwerkhaus mit Reetdach. Im Obergeschoss des Hauses wurde eine umfangreiche Dauerausstellung zum Leben und Wirken des Ruhrkommissars eingerichtet. Im Erdgeschoss sind im Wechsel Ausstellungen zu unterschiedlichen Bereichen zu sehen, zu Hochzeit, zu Schifffahrt oder zu Pütt und Pan. Rund um das Findorfhaus wartet alle 2 Jahre das Dorffest auf Besucher. Und diese kommen reichlich, denn es gibt immer viel zu sehen. Vom Tanz bis zum Dieselross. Von Oldtimern bis zur Dreschvorführung. Es lohnt sich, nach Iselersheim zu kommen. Zurück zur Oste. Grepe kommt in Sicht und damit die letzte der 3 noch existierenden Seilfähren an der Oste. Über rund 200 Jahre lang spielte der Ort neben Bremervörde eine wichtige Rolle als Hafen- und Werftstandort. Es gab 2 Neubauwerften und kleinere Reparaturwerften und um 1900 waren hier 18 Reeder beheimatet. Alles vorbei und verweht, bis auf ein paar Reste der Siemswerft und der Fähre. Diese gehört heute zu Plates Osteblick und ist, wie das Gasthaus selber, zu einer touristischen Attraktion geworden. Ein Gedenkstein neben der Fährstelle erinnert an die im Fluss ertrunkenen Schiffer, die auch im Rahmen einer Vorlesung im Osteblick Erwähnung fanden. Es war August, da wollte ich mit meinem Wurfnetzen zum Fischen. Als ich bei der Fähre vorbeikam, lag da ein Schiff aus der Nachbargemeinde vor Anker, um da Tide abzuwarten. Man rief mich an, ich möchte mal herankommen. Ich tat es. Nun sagte man mir, der Schiffer von diesem Schiff musste außenbords gefallen sein, denn seine Pantoffel standen am Deck. Den Anschein gaben seine Pantoffeln und die Schlappmütze. Sieh doch mal, ob du ihn nicht mit deinem Wurfnetz finden kannst. Ich sagte ja. Nun müssen wir aber gleich bei ihm zu Hause die Sache melden. Dann liegt er auch nicht hier, er ist bei dem Strom noch ein Stück weitergetrieben. Es sei denn, dass er in Todesangst die Pütze nicht losgelassen hat und sie ihn hier an Ort und Stelle festhält. Wenn er weitergetrieben ist, dann kann ich es unreinen Grundes wegen nicht fischen. Da komme ich mit meinem Netz gleich fest und ich kriege ihn in den Busch und alles, was da im Grunde liegt, auch nicht zu fassen. Auf alten Karten war bei Niederochtenhausen noch eine Wagenfähre eingezeichnet. Bekannt ist, dass hier bis zum Ende der 1970er Jahre noch die Kahnfähre der Familie Wöldchen verkehrte. Der auf einer kleinen Geestinsel gelegene Ort Niederochtenhausen hat eine wechselvolle Geschichte. Ein Gut, eine Holländermühle und eine Schiffsstelle sorgten für wirtschaftlichen Aufschwung. Von all dem ist wenig geblieben. Nicht zuletzt deswegen, weil durch die torfabbaubedingten Absackungen der nahen Moordörfer die Felder immer häufiger überschwemmt wurden. Um 1910 wurde es Zeit, sich ernsthaft mit dem Deichbau zu beschäftigen. 4 Jahre später wurden russische Kriegsgefangene in einem Lager interniert und zum Deichbau eingesetzt. An die russischen Opfer des Deichbaus erinnert heute ein Gedenkstein nahe der ehemaligen Fährstelle.
Das markanteste Gebäude des Ortes ist der Kornspeicher. Rund 18 Meter lang, 12 Meter breit, mit auffälliger Dachform, ist er ein Beispiel für die Baukunst des 18. Jahrhunderts. Nachdem der Speicher nicht mehr benötigt wurde, verfiel das Gebäude. Unter der Regie des Kultur- und Heimatvereins wurde es am alten Standort abgetragen und am jetzigen Standort neu aufgebaut. Heute ist es ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Kai Ho dampft weiter und passiert erst die untere und dann die obere Schiffsstelle von Elm. Kaum mehr vorstellbar, dass hier bis in die 1970er Jahre hinein Kümos beheimatet waren. Kurz vor Bremervörde passieren wir den Abzweig zum Oste-Schwinge-Kanal. Jürgen Christian Findorf leitete den Bau, der 1784 fertiggestellt wurde. Doch schon 4 Jahre später war der Kanal durch mangelnde Nutzung schadhaft geworden. Heute ist er selbst für Paddelboote nicht mehr nutzbar. Hinter dem Deich an der Steuerbordseite befindet sich der Fördener See. Er wurde in den 1970er Jahren im Rahmen von Landschaftsgestaltungsmaßnahmen angelegt. Vor seiner Schaffung gab es an dieser Stelle ausgedehnte Auenlandschaften. Durch den Aushub und die Regulierung dieser Auen entstand ein Naherholungsgebiet mit Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Erreicht den Hafen von Bremervörde. Etwas weiter flussaufwärts trennt ein Wehr die obere von der unteren Oste. Hier geht es mit Dampf nicht weiter. Ab hier ist ein Kajak das geeignete Fortbewegungsmittel. Das Ostewehr wird möglicherweise in naher Zukunft abgebrochen. Ein zentrales Argument für den Abbruch ist die fehlende Fischdurchlässigkeit des Wehrs, die laut EU-Vorgaben wichtig ist. Dem wird entgegengehalten, das Wehr sei ein technisches Denkmal und ein charakteristisches Element des Stadtbildes. Ein Abbruch und damit die Umgestaltung des Flusses können hohe Kosten verursachen, während der ökologische Nutzen möglicherweise langfristig oder sogar gar nicht sichtbar wird. Wie auch immer. Hier bei dem rauschenden Wehr endet unsere Reise mit dem Dampfboot. Wir waren überrascht, was es links und rechts hinter den Deichen zu entdecken gibt und sind schon gespannt auf die obere Oste, dann mit dem Kajak. Ein Dampfboot auf der Oste zieht langsam seine Bahn. Es atmet alten Zeiten und wir lauschen dem Gesang. Wo einst die Händler riefen nach fremden Märkten fern, treibt heute sanft die Welle in den Fluss, den wir so gern. Oste, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute erwächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren.
die Schiffsstellen verwaist. Die Anker rosten still und nur noch alte Fehlen wissen, wohin die Reise will. Große alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute erwächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Schiffsstellen verwaist, die Anker rosten still und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Ein Dampfboot auf der Uste zieht langsam seine Bahn in einer stillen Region, wo die Zeit langsamer kam.